kleines Stück noch. Noch ein kleines Stück zurück. Gut. Wir haben heute eine ganz schön lange Fahrt vor uns, kleiner roter Traktor. Es gibt eine Menge zu tun. Also, los geht's. Es ist soweit, großer Blauer. Heute haben wir die Chance, mit unserem neuen Geschäftszweig der Käserei in die Presse zu kommen. Fritz Knipser, Plätscherbachbote. Ich möchte Fotos und ein Interview machen. Wir sind bereit, Herr Knipser. Sehr gut, Herr Juncker. Wundervoll. Sie wissen, dass unsere Zeitung einen Brief bekommen hat, in dem alles über Sie drinsteht. Den Kopf bitte zur Seite. Ach, tatsächlich? Das hat mich auf die brillante Idee für diesen Bericht gebracht. Mitbürger des Jahres. Und in die Kamera sehen. Was stand noch mal in dem Brief? Ah ja, Herr Juncker ist eine Säule der Gesellschaft. Er betreibt einen der größten... Höfe? Höfe. In dieser Gegend. Und er ist immer bereit, jederzeit jedem zu helfen. Er ist sehr freundlich. Und sehr merkwürdig. Bitte? Ich sagte, es ist merkwürdig, dass der Brief nicht unterzeichnet war. Sie müssen einen unbekannten Bewunderer haben. Hat in diesem Brief auch etwas über meinen neuen Geschäftszweig, die Käserei, gestanden? Ja, allerdings. Aber nun lassen Sie uns mit dem Interview beginnen. Also, was glauben Sie, macht Sie zum Mitbürger des Jahres? Lassen Sie mich überlegen. Ja, ich stelle neuerdings auch Käse her und jeder liebt doch Käse. Das ist nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe. Ich will wieder runter. Warum passieren mir eigentlich immer diese Dinge? Schon besser. Sie hat angehalten. Hier oben hat man einen wunderbaren Ausblick. Ist alles in Ordnung, Stumpi? Was um Himmels Willen machst du da oben? Ich sitze fest. Kannst du mich bitte runterholen? Ganz ruhig, nicht bewegen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich bleibe ganz ruhig, bis du eine Idee hast. So, jetzt musst du stehen bleiben und darfst dich nicht vom Fleck rühren, kleiner roter Traktor. Du darfst dich keinen Zentimeter bewegen. Oh, entschuldige, das habe ich gar nicht gesehen. Ich stell jetzt die Leiter auf den Hänger, dann reicht sie noch ein Stück höher und du kannst vorsichtig runterklettern, in Ordnung? In Ordnung, kein Problem. Ganz still stehen, kleiner roter Traktor. Es kann losgehen, Stumpi. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Oh, Fritz. Fritz Knipser, Plätscherbach-Bo. Was ist? Hab ich Ihnen schon von dem einmaligen Geschmack meines Käses erzählt? Ja, hören Sie, Herr Juncker, ich habe mir da etwas anderes vorgestellt. Das ist einfach keine richtige Geschichte für die Titelseite. Fritz, was halten Sie denn von sowas wie... denk nach, Juncker, denk nach. Vor einiger Zeit habe ich einen riesigen Baumstamm von der Straße gezogen. Und weiter? Also, da war dieser Baumstamm. Er lag quer über dem Weg und versperrte die Zufahrt zum Wald. Er war gewaltig und niemand außer mir und dem großen Blauen konnte ihn da wegräumen. Sie müssen wissen, der große Blaue ist der stärkste Traktor weit und breit. Also haben wir gezogen, bis der Stamm zur Seite geschafft war. Großartig! Was gab's noch in der Art? Neulich habe ich Stumpi gerettet, als er hilflos auf dem Dach festsaß. Das ist ja aufregend. Sagen Sie nichts, ich sehe es schon vor mir. Stumpi gefangen auf dem Dach. Keine Chance runterzukommen. Wer kann ihm helfen? Wer kann ihn retten? Da kommt nur ein Mann in Frage, der Mitbürger des Jahres, Herr Juncker. Mit dem Wissen, sich in sichere Hände zu begeben, sprang Stumpi vom Dach und landete in den starken Armen von Herrn Juncker. Das ist eine Geschichte. Ja, so ähnlich hat es sich zugetragen. Vor dieser Schlagzeile wird der Leser niederknien und es kaum erwarten können, das Ganze auf einer Doppelseite nachzulesen. Doppelseite? Lesen Sie es morgen selbst! Hören Sie, Fritz, bitte vergessen Sie nicht meinen Käse! So, das war's. Danke, dass du mir geholfen hast. Aber gern. Wir sehen uns später. Bis dann! Stumpi der Müller, das ist mein Mann. Ich schreibe einen Artikel über den Mitbürger des Jahres. Erzählen Sie doch bitte, wie Sie auf dem Dach festsaßen und von Ihrem heldenhaften Nachbarn gerettet wurden. Ja, er und sein Traktor sind Helden. Heute Morgen hat er mich auch gerettet. Davon hat er gar nichts gesagt. Also, wie war das mit Ihrem Missgeschick auf dem Dach?
Also ich war gerade dabei, die Fenster zu putzen, als das Unglück passierte. Ja, es passiert eigentlich immer etwas, wenn ich Fenster putze. Jedenfalls landete ich auf dem Scheunendach und da die Leiter dabei zu Bruch ging, hatte ich keine Chance, da wieder runterzukommen, bis unsere Helden kamen. Durch ihre Hilfe konnte ich vom Dach springen. Ich hatte zwar ein klein wenig Angst dabei, aber ich bin gesund und munter gelandet. Oh, das ist eine fantastische Geschichte. Ich muss sofort zurück zur Zeitung. Aber Sie sollten noch unbedingt zu Walter in die Werkstatt. Er hat sicher auch noch so einiges über ihn zu erzählen. Sie wissen, wen ich meine. Oh, ich werde auf dem Weg bei ihm anhalten. Das nächste Mal, wenn Sie wieder vorbeikommen, werde ich Ihnen erzählen, wie Sie mich aus dem Schlamm gezogen haben. Oh, hören Sie, warum warten? Erzählen Sie es mir doch unterwegs. Wer früh schlafen geht, kann früh aufstehen. Ich kann es kaum erwarten, morgen früh die erste Ausgabe der Zeitung in den Händen zu halten. Gute Nacht, Teddy. Also, der Fluss führte kein Wasser mehr. Und als ich vom Boot ans Ufer wollte, bin ich im Schlamm stecken geblieben. Glücklicherweise kam mein Nachbar vorbei und hat mich gerettet. Mal wieder. Oh, es hat eine ganze Weile gedauert, denn ich bin tiefer und tiefer im Schlamm versunken. Es hat ein paar Versuche gebraucht, bis er mich mit dem Seil zu fassen hatte. Aber dann konnte er mich mit einem Ruck ans sichere Ufer ziehen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Oh, meine Geschichte wird besser und besser. Hallo, was kann ich für euch tun, Freunde? Ich suche ein paar Informationen. Ja, Fritz schreibt einen Artikel über den Mitbürger des Jahres. Ah ja, haben Sie schon gehört, wie ihr Flecki vom Abgrund gerettet hat? Das war unglaublich. Erzählen Sie. Gut, wir hatten gerade Rosti vom Abgrund weggezogen, als wir ein Bellen hörten. Flecki stand auf einem Felsvorsprung, seine Lage war höchst gefährlich. Aber der Mann voller Ideen hatte ein Seil dabei und er band das eine Ende an seinem Traktor fest und an das andere Ende mein Taschentuch. Und zwar so, dass eine Schlinge entstand, in die Flecki reinsteigen konnte. Nun hing alles von der Kraft des Traktors ab und es dauerte nicht lange und Flecki war in Sicherheit. Aber ich muss schon sagen, da ging es um Haaresbreite. Großartig. Ist schon ein toller Kerl. Und auch der kleine rote Traktor. Die beiden sind ein Klasse-Team. Sekunde. Ich schreibe was über den Mitbürger des Jahres, Herrn Junker. Herrn Junker? Ja. Was ist mit dem, was Sie mir erzählt haben? Ich habe von Jan und dem kleinen roten Traktor gesprochen. Ich auch. Ah, da kommen Sie ja gerade. Nun, ich habe trotzdem meine Geschichte. Nur die Namen haben sich geändert. Nur noch ein paar Fotos. Lächeln. Wundervoll. Und noch ein paar. Gut, dass du da bist. Was geht hier eigentlich vor? Oh, das wirst du schon sehen, mein alter Freund. Ja. Wundervoll. Nun muss ich aber los. Wir haben gleich Redaktionsschluss. Morgen steht alles in der Zeitung. Würde mich vielleicht mal jemand aufklären, was hier vor sich geht? Du hast es doch gehört. Morgen steht alles in der Zeitung. Aufwachen, Walter! Was ist denn los? Was soll der Wirbel? Ich brauche die Zeitung von heute. Da sind Sie zu früh dran. Sie wurde noch nicht geliefert. Oh, warten Sie, da kommt sie ja schon. Danke, Karl-Heinz. Oh, Mann. Na, wollen wir sehen. Kommst genau richtig. Die Zeitung wurde gerade geliefert. Lesen Sie doch schon. Ein wahrer Held wurde zusammen mit seinem Traktor als Mitbürger des Jahres erklärt. Lesen Sie alles Weitere im Mittelteil. Heller, Walter, ich möchte alles hören. Jan? Ja, das ist er. Aber da steht nichts von mir. Ich sollte doch der Mitbürger des Jahres werden. Ja, Fritz war ein bisschen durcheinander, aber wir haben ihm alles erklärt. Er dachte fast, Sie hätten Jans Heldentaten begangen. Wie lächerlich. Gut, dass Sie das Missverständnis aufklären konnten. Er ist der Mann, dem die Ehre gebührt. Hey Jan, ihr beiden seid berühmt. Sieh mal selbst. Jetzt verstehe ich. Also darum ging es gestern. Jan und der kleine rote Traktor sind ein großartiges Team. Danke, Freunde. Das ist wirklich nett von euch, so etwas zu erzählen. Und jetzt weiß endlich jeder das, was wir wissen. Ihr zwei seid die Besten. Ja! Sie sind einfach nicht zu überbieten. Gefangen auf dem Dach. Keine Chance runterzukommen. Wer kann ihm helfen? Wer kann ihn retten? Da kommt nur ein Mann in Frage, der Mitbürger des Jahres, Herr Junker! Mit dem Wissen, sich in sichere Hände zu begeben, sprang Stumpi vom Dach und landete in den starken Armen von Herrn Junker. Das ist eine Geschichte. Ja, so ähnlich hat es sich zugetragen. Vor dieser Schlagzeile wird der Leser niederknien und es kaum erwarten können, das Ganze auf einer Doppelseite nachzulesen. Doppelseite? Lesen Sie es morgen selbst! Hören Sie, Fritz, bitte vergessen Sie nicht meinen Käse! So, das war's. Danke, dass du mir geholfen hast. Aber gern. Wir sehen uns später. Bis dann!
Stumpeter Müller, das ist mein Mann. Ich schreibe einen Artikel über den Mitbürger des Jahres. Erzählen Sie doch bitte, wie Sie auf dem Dach festsaßen und von Ihrem heldenhaften Nachbarn gerettet wurden. Ja, er und sein Traktor sind Helden. Heute Morgen hat er mich auch gerettet. Davon hat er gar nichts gesagt. Also, wie war das mit Ihrem Missgeschick auf dem Dach? Also, ich war gerade dabei, die Fenster zu putzen, als das Unglück passierte. Ja, es passiert eigentlich immer etwas, wenn ich Fenster putze. Jedenfalls landete ich auf dem Scheunendach und da die Leiter da... Ganz still stehen, kleiner roter Traktor. Es kann losgehen, Stompi! Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Oh, Fritz. Oh, Fritz Knipser, Plätscherbachbo. Was ist? Hab ich Ihnen schon von dem einmaligen Geschmack meines Käses erzählt? Ja, hören Sie, Herr Junker, ich habe mir da etwas anderes vorgestellt. Das ist einfach keine richtige Geschichte für die Titelseite. Fritz, was halten Sie denn von sowas wie, ach, denk nach, Junker, denk nach. Vor einiger Zeit habe ich einen riesigen Baumstamm von der Straße gezogen. Hm? Oh, und weiter? Also, da war dieser Baumstamm. Er lag quer über dem Weg und versperrte die Zufahrt zum Wald. Er war gewaltig und niemand außer mir und dem großen Blauen konnte ihn da wegräumen. Sie müssen wissen, der große Blaue ist der stärkste Traktor weit und breit. Also haben wir gezogen, bis der Stamm zur Seite geschafft war. Großartig! Was gab's noch in der Art? Einen Moment, Oh, also neulich habe ich Stumpi gerettet, als er hilflos auf dem Dach festsaß. Das ist ja aufregend. Sagen Sie nichts, ich sehe es schon vor mir. Stumpi... Im Brief auch etwas über meinen neuen Geschäftszweig, die Käserei, gestanden. Ja, allerdings. Aber nun lassen Sie uns mit dem Interview beginnen. Also, was glauben Sie, macht Sie zum Mitbürger des Jahres? Lassen Sie mich überlegen. Ja, ich stelle neuerdings auch Käse her und jeder liebt doch Käse. Das ist nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe. Oh, ich will wieder runter. Oh, warum passieren mir eigentlich immer diese Dinge? Schon besser. Sie hat angehalten. Oh, hier oben hat man einen wunderbaren Ausblick. Ist alles in Ordnung, Stumpi? Was um Himmels Willen machst du da oben? Ich sitz fest. Kannst du mich bitte runterholen? Ganz ruhig, nicht bewegen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich bleibe ganz ruhig, bis du eine Idee hast. So, jetzt musst du stehen bleiben und darfst dich nicht vom Fleck rühren, kleiner roter Traktor. Du darfst dich keinen Zentimeter bewegen. Oh, entschuldige, das habe ich gar nicht gesehen. Ich stell jetzt die Leiter auf den Hänger, dann reicht sie noch ein Stück höher und du kannst vorsichtig runterklettern, in Ordnung? In Ordnung, kein Problem. Kleines Stück noch. Noch ein kleines Stück zurück. Gut. Wir haben heute eine ganz schön lange Fahrt vor uns, kleiner roter Traktor. Es gibt eine Menge zu tun. Also, los geht's. Es ist soweit, großer Blauer. Heute haben wir die Chance, mit unserem neuen Geschäftszweig der Käserei in die Presse zu kommen. Fritz Knipser, Plätscherbachbote. Ich möchte Fotos und ein Interview machen. Wir sind bereit, Herr Knipser. Sehr gut, Herr Junker. Wundervoll. Sie wissen, dass unsere Zeitung einen Brief bekommen hat, in dem alles über Sie drinsteht. Den Kopf bitte zur Seite. Ach, tatsächlich? Das hat mich auf die brillante Idee für diesen Bericht gebracht. Mitbürger des Jahres. Und in die Kamera sehen. Was stand noch mal in dem Brief? Ah ja, Herr Junker ist eine Säule der Gesellschaft. Er betreibt einen der größten... Höfe? Höfe in dieser Gegend. Und er ist immer bereit, jederzeit jedem zu helfen. Er ist sehr freundlich und sehr merkwürdig. Ich sagte, es ist merkwürdig, dass der Brief nicht unterzeichnet war. Sie müssen einen unbekannten Bewunderer haben. Dabei zu Bruch ging, hatte ich keine Chance, da wieder runterzukommen, bis unsere Helden kamen. Durch ihre Hilfe konnte ich vom Dach springen. Ich hatte zwar ein klein wenig Angst dabei, aber ich bin gesund und munter gelandet. Oh, das ist eine fantastische Geschichte. Ich muss sofort zurück zur Zeitung. Aber Sie sollten noch unbedingt zu Walter in die Werkstatt. Er hat sicher auch noch so einiges über ihn zu erzählen. Sie wissen, wen ich meine. Oh, ich werde auf dem Weg bei ihm anhalten. Das nächste Mal, wenn Sie wieder vorbeikommen, werde ich Ihnen erzählen, wie Sie mich aus dem Schlamm gezogen haben. Oh, hören Sie, warum warten? Erzählen Sie es mir doch unterwegs. Wer früh schlafen geht, kann früh aufstehen. Ich kann es kaum erwarten, morgen früh die erste Ausgabe der Zeitung in den Händen zu halten. Ah, gute Nacht, Teddy.
Also, der Fluss führte kein Wasser mehr. Und als ich vom Boot ans Ufer wollte, bin ich im Schlamm stecken geblieben. Glücklicherweise kam mein Nachbar vorbei und hat mich gerettet. Mal wieder. Oh, es hat eine ganze Weile gedauert, denn ich bin tiefer und tiefer im Schlamm versunken. Es hat ein paar Versuche gebraucht, bis er mich mit dem Seil zu fassen hatte. Aber dann konnte er mich mit einem Ruck ans sichere Ufer ziehen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Oh, meine Geschichte wird besser und besser. Hallo, was kann ich für euch tun, Freunde? Ich suche ein paar Informationen. Ja, Fritz schreibt ein...